In diesem Video nehme ich euch auf eine Zeitreise zu Windows XP mit. Ich habe hier einen alten Laptop aus dem Jahr 2007 und wir schauen mal, was wir aus der Geschichte noch alles mitnehmen können. Los geht's nach dem Intro. Ich bin auf diesen alten Dell Latitude D420 gestoßen und irgendwie hat er mich fasziniert. Es ist ein Laptop aus dem Jahr 2007 und wenn man sich den genauer anschaut, findet man da ein paar Besonderheiten. Ich fand zum Beispiel interessant, dass der noch ein Modem hatte. Der hatte gleichzeitig WLAN, einen Gigabit Ethernet-Anschluss und Modem. Also nicht ISDN oder sowas, sondern wirklich dieses alte Modem. Ein 56K Modem. Ich würde euch jetzt einfach mal auf die Reise mitnehmen, was ich mit diesem Gerät gemacht habe und welche Besonderheiten mir dabei aufgefallen sind. Die Frage stellt sich natürlich, ich habe jetzt hier ein Stück Hardware und was kann ich mit so einem Gerät heute eigentlich noch machen? Naja, ich kann zum Beispiel Linux darauf installieren. Wenn ich darauf Linux installiere, habe ich ein aktuelles Betriebssystem, das in der Regel auch mit den Treibern wenig Probleme macht und ich kann es noch zum Beispiel zum Internetsurfen benutzen. Richtig praktikabel ist das Ganze natürlich nicht, denn zum Beispiel der Akku, der ist schon ziemlich alt und hält auch nicht mehr viel aus. Ich müsste also immer wieder das Kabel hinter mir herziehen und dann hätte ich so ein bisschen den Vorteil eines Laptops ad absurdum geführt. Aber Linux, naja, das kriege ich halt, also das läuft ziemlich gut und ich wollte ja heute ein bisschen Bastelei haben mit dem Gerät, also habe ich mir überlegt, installiere ich doch mal das Originalbetriebssystem, mit dem der Laptop auch ausgeliefert wurde, nämlich Windows XP. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Windows XP hat mich lange Jahre meines Lebens begleitet und das war jetzt schon relativ nostalgisch, das nochmal zu installieren. Das habe ich lange Jahre nicht getan und jetzt habe ich eine Hardware, auf der es original läuft und ich kann es einfach installieren. Habe ich mir gedacht, aber so einfach ist das heute gar nicht mehr. Man muss erstmal eine Windows XP CD besorgen, beziehungsweise in meinem Fall brauche ich eine ISO-Datei. Denn der Laptop, den ich hier vor mir habe, der hat gar kein CD-Laufwerk. Hat man sich dann eine alte Windows XP CD besorgt, liest man die am besten mit einem anderen PC ein und überträgt sie dann per USB-Stick auf diesen Laptop, um die Installation zu starten. Es gibt zwar einen Service Pack Nr. 3, aber die CDs, die Microsoft herausgibt, die waren mit maximal Service Pack 2 ausgestattet. Und damit wären wir auch schon bei Problem Nr. 1. Wie update ich jetzt mein altes Windows? Die Update-Server für Windows XP wurden schon abgeschaltet, das heißt, ich habe keine Möglichkeit, die interne Update-Funktion von Windows XP hier zu nutzen. Es gibt aber eine andere Möglichkeit. Und zwar hat WinFuture alle Updates in einer Installationsdatei kombiniert, also alle erschienenen Updates bis 2014. Diese kann man dann gesammelt herunterladen und gesammelt installieren. Das dauert aber lange, also die Installation zumindest, hat bei mir mehrere Stunden gedauert. Und bis 2014 hat man zwar jetzt alle Patches installiert, es gibt aber auch noch wenige Patches, ich glaube es waren 3 Stück, die von Microsoft später herausgebracht wurden. Den Microsoft Update-Katalog gibt es tatsächlich noch und diese 3 Patches konnte ich dann manuell nachladen. Das heißt im Umkehrschluss aber nicht, dass ich jetzt ein sicheres System habe und damit ins Internet gehen kann. Also kann ich natürlich schon, würde mich dann aber entsprechenden Gefahren aussetzen. Damit aber Internet überhaupt einmal funktionieren würde, muss ich erstmal die Treiber für die WLAN, Ethernet und das Modem installieren. Der Laptop hat jetzt auch noch ein 3G-Modem sogar dabei. Also hier ist wirklich jede Konnektivität möglich. Das Problem ist nur, selbst wenn ich jetzt mal den WLAN-Treiber per USB rübergeholt habe und würde dann auf die Dell-Website gehen, hätte ich hier nur den Internet Explorer zur Verfügung und der kann diese Website schon gar nicht mehr anzeigen. Selbst wenn ich andere Browser benutze, die noch auf Windows XP laufen, auch hier ist die Dell-Seite nicht mehr aufrufbar. Das heißt, ich muss alle Treiber einmal herunterladen, auf einen USB-Stick packen und dann eben von dem USB-Stick installieren. Da Dell den Treibern keine vernünftigen Namen gegeben hat, also zumindest den heruntergeladenen Treibern, die heißen halt, haben halt irgendeine Nummer und man kann jetzt nicht erkennen, für welches Gerät das ist, war die Installation relativ mühsam.
Beim Downloaden hätte ich mir quasi die einzeln runterladen müssen und die dann manuell umbenennen müssen, damit ich weiß, welcher Treiber für welches Gerät hier zu gebrauchen ist. Bei Windows XP hat man auch beim WLAN noch das Problem, dass hier entweder die Microsoft-interne Funktion von WLAN genutzt wird, also diese Auflistung und Verbindungseinstellungen für WLAN, oder die des Treibers. Und meine Erfahrungen damit waren schon immer schrecklich, aber hier in dem Fall war es so, dass ich den Treiber installiert habe, es war ein Intel-WLAN-Treiber, und dann wollte ich mich über den Treiber verbinden, und das hat aber nicht funktioniert. Ich musste also erst im Treiber aktivieren, dass Windows das WLAN verwalten soll, und erst dann hat tatsächlich bei mir eine Verbindung funktioniert. Erfreulicherweise konnte ich aber wirklich alle Treiber installieren und der Gerätemanager war dann mit meiner Leistung zufrieden und hat keine gelben Ausrufezeichen mehr angezeigt. Jedes Gerät wurde erkannt und konnte verwendet werden. Nächstes Problem, der Webbrowser. Jetzt habe ich ja nun einen WLAN-Treiber installiert und einen Ethernet-Treiber installiert und jetzt könnte ich mir überlegen, dass ich mir einen Webbrowser hole und lege einfach los. So einfach ist es aber nicht, denn Firefox, Chrome, Opera, die laufen alle nicht mehr auf Windows XP. Man muss also das Internet durchsuchen nach den letzten lauffähigen Versionen, die noch mit Windows XP funktionieren. Nach mehreren Fehlschlägen bin ich am Ende bei Opera 39 gelandet. Aber auch hier hat man das Problem, dass Opera 39 schon relativ alt ist. Und zum anderen hat man noch das Problem, dass der Zertifikatsspeicher natürlich auch uralt ist und lange nicht mehr aktualisiert wurde. Das heißt, jede Website, die HTTPS unterstützt, die wird erstmal einen Fehler werfen, dass das Zertifikat nicht verifiziert werden konnte. Diese Meldung kann man ignorieren und kann das Surfen fortsetzen, ist aber natürlich nicht zu empfehlen, das produktiv einzusetzen, wenn man die Zertifikate von SSL nicht mehr prüfen kann. Und da sind wir dann auch schon beim Thema Sicherheit. Was hat man früher immer als erstes gemacht, nachdem man Windows XP frisch installiert hatte? Richtig, ein Antivirus installiert. Das ist ein Problem, das wir mit Windows 10 und 11 nicht mehr kennen. Da gibt es den Windows Defender, der ist mit installiert und den kann man einfach benutzen und muss keine extra Virensoftware installieren. Zu meiner Verwunderung unterstützt die kostenlose Version von AVG noch immer Windows XP. Das sieht zwar auf dem Papier schön aus, nach der Installation habe ich aber festgestellt, dass das kaum benutzbar ist. Der PC wurde so irre langsam, dass ich es nach ein paar Stunden einfach wieder deinstallieren musste, weil er quasi nicht mehr benutzbar war. Zudem versucht der Antivirus, wie viele Antiviren das halt so tun, einen lokalen Man-in-the-Middle-Angriff zu starten. Jetzt wundert ihr euch, wieso macht jetzt mein Antivirus einen Angriff, naja, der muss in den Web-Traffic reinschauen oder möchte in den Web-Traffic reinschauen und ersetzt das SSL-Zertifikat. Jetzt habe ich ja vorhin schon erwähnt, dass die SSL-Zertifikate eigentlich gar nicht mehr geprüft werden können vom Betriebssystem aus, weil der Zertifikatsspeicher einfach veraltet ist. Und genau in dieses Problem läuft man jetzt natürlich auch mit dem Antivirus. Der bringt einem jetzt zusätzlich zum Browser nochmal die Meldung, dass der Zugriff zu der Seite gesperrt wurde, weil das Zertifikat nicht geprüft werden konnte. Und da wäre schon wieder fast das Universum implodiert, denn ich frage mich halt ernsthaft, ich habe einen Browser, der prüft das Ganze ab, der prüft die Zertifikate über den Betriebssystemspeicher und jetzt schalte ich mir noch einen Antivirus dazwischen, der das Gleiche macht. Warum soll ich das tun? Genau das macht keinen Sinn. Deshalb sind diese Antivirenlösungen, die sich so ins Betriebssystem reinwanzen, eher ein Problem als eine Lösung. Tatsächlich verhindert mir jetzt der AVG den Zugriff auf manche Webseiten komplett oder auf alle Webseiten eigentlich fast, die HTTPS nutzen. Deshalb musste ich den Webschutz schon mal ausschalten. Am Ende habe ich, wie gesagt, den ganzen Antivirus ausgeschaltet, denn die aktuelle Version, die ja für deutlich performantere Prozessoren gebaut ist, kann halt mit so einem alten Gerät nicht mehr wirklich viel anfangen. Also wir haben jetzt festgestellt, naja, so wirklich toll können wir halt nicht mehr arbeiten mit dem Gerät. Der Browser funktioniert nicht gut, aktuelle Programme kann ich auch nicht installieren, das Betriebssystem ist veraltet und ein Antivirus kann ich auch nicht mehr laufen lassen, denn der würde das System noch mehr verlangsamen. Was kann ich jetzt also mit dem Gerät noch machen? Ein bisschen Spaß haben, würde ich sagen, und für einen Nerd wie mich ist Spaß haben, fängt bei 56k an, denn dieses Gerät hat ein Modem integriert. Das war früher gar nicht unüblich, dass Laptops 56k Modems integriert hatten. Damit konnte man Faxe senden und Faxe empfangen.
Und nicht nur das, man konnte auch eine DFÜ-Verbindung herstellen. Oder eine Dial-Up-Verbindung. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an den web.de Smart Server, der sogar Preisvergleiche zwischen den verschiedenen Anbietern erlaubt hat und so konnte man den günstigsten Minutenpreis auswählen. Wenn sich die jüngeren Zuschauer jetzt wundern, was ein Minutenpreis und Internet miteinander zu tun haben, muss ich mal kurz ausholen. In der Anfangszeit des Internets war es noch üblich, die normale Telefonleitung zum Surfen zu benutzen. Telefonie hat damals pro Minute gekostet. Es gab keine Flatrates. Und Telefonie war auch ein bisschen anders, als sie heute ist, also zumindest technisch. Denn die Post hat damals, oder später die Telekom, eine Kupferverbindung von A nach B hergestellt. Dazu gab es Vermittlungsstellen, die haben dafür gesorgt, dass der Teilnehmer eine durchgängige Kupferleitung hatte und auf der wurde dann gesprochen. Um hierauf jetzt Internet zu ermöglichen, hat man sich also Folgendes gedacht. Naja, die Kupferleitung ist ja dafür gedacht, Töne zu übertragen. Also eigentlich die menschliche Stimme. Und ein Modem hat jetzt genau diese Frequenzen genutzt, um digitale Daten zu übertragen. Dazu hat man ein Modem an beiden Enden der Verbindung gebraucht. Diese Modems konnten dann den Datenstrom modulieren, und zwar einmal so, dass den auf der einen Seite die Kupferleitung verstanden hat und auf der anderen Seite natürlich der PC dann auch wieder verstanden hat. Der PC wiederum versteht keine Töne und die Kupferleitung hat keine einzelnen Nullen verstanden und zwischen den beiden wurde sozusagen vermittelt mit Hilfe des Modems. Das heißt, um eine Internetverbindung herzustellen, habe ich tatsächlich eine Telefonnummer angewählt. Auf der anderen Seite der Leitung war dann auch eine Art Modem, die mir es ermöglicht hat, im Internet zu surfen. Wenn wir noch ein Stück weiter zurückgehen, also vor Internetzeiten, war das mit Modems auch schon möglich. Da gab es zum Beispiel das Usenet oder Mailboxen. Dort hatte man dann nicht die Möglichkeit, sich ins Internet zu verbinden und hatte Zugriff auf das gesamte Netz, sondern man hatte immer nur Zugriff auf einen Computer. Der hat dann zum Beispiel Dateien zur Verfügung gestellt, die man sich runterladen konnte. Oder beim Usenet waren es halt Textdateien, die dann ausgetauscht wurden. Das ist alles so ein bisschen in Vergessenheit geraten und genau deshalb macht mir es Spaß, hier nochmal ein Modem zu verwenden. Tatsächlich gibt es bei Teltarif eine Übersicht von Anbietern, die immer noch Dial-Up-Internet ermöglichen oder DFÜ-Verbindungen. Das scheint noch ein altes System von Arcor zu sein, zumindest impliziert das der Benutzername. Auch hier rufe ich also eine Nummer an, gebe Benutzername und Passwort ein und habe dann Internet. Natürlich geht das relativ schlecht heutzutage. Nicht, weil das an sich schlecht ist, also ist einfach nur langsam, aber nicht schlecht, sondern weil ich ja eine Voice-over-IP-Verbindung habe und keine Kupferverbindung mehr. Das heißt, die Daten oder diese Töne werden jetzt über eine digitale Leitung geschickt und wenn ich Pech habe, werden die komprimiert oder kommen in der falschen Reihenfolge an und das macht dann diese Datenverbindung wieder unzuverlässig. Das kann man an den vergleichsweise hohen Latenzen sehen. Trotzdem war es mir möglich, diese Verbindung zu nutzen, um zum Beispiel blog.fefe.de einmal aufzurufen. Eine andere spannende Funktion, wie ich finde, war die Faxfunktion. Denn die hat damals schon ein papierloses Büro ermöglicht. So konnte ich Dokumente faxen, ohne sie irgendwo reinzuschieben als Papier, sondern ich konnte einfach den Druckendialog von Windows benutzen und konnte über das Modem dann ein Fax schicken. Deshalb heißen diese Modems auch Fax-Modems. Und wenn ihr mal bei Windows 10 oder Windows 11 Steuerung P drückt, hier werdet ihr immer noch diesen Windows-Faxdrucker finden. Und wenn ihr ein Modem, das gibt es mittlerweile auch als USB-Version, an euren PC anschließt, könnt ihr das auch tatsächlich bis heute noch nutzen. Und jetzt kommt noch der eigentliche Clou, wie ich finde. Man konnte damit auch Faxe empfangen. Man hat ja ein Telefonkabel reingesteckt in das Modem und das heißt ja dann auch eigentlich, dass ich auf eine Nummer reagieren kann. Ich kann auch also angerufen werden. Und das geht tatsächlich. Der Computer kann angerufen werden und ich kann einstellen, dass der Computer automatisch nach so und so vielen Sekunden das Fax annimmt und irgendwo speichert, als TIFF-Datei. Was ist daran jetzt so besonders? Naja, ich konnte halt damals schon Faxe verschicken, ohne dass dieses Fax jemals ein Stück Papier gesehen hat. Und ich konnte auch Faxe empfangen, ohne dass das empfangene Fax jemals in Papierform vorgelegen hat. Das heißt, selbst wenn man faxen wollte, war man in der Lage, ein papierloses Büro zu betreiben. Und ich finde es relativ frustrierend, dass wir selbst heute noch nicht da angekommen sind, wo man vor vielen Jahren sein wollte.
nämlich das Papier in den Büros deutlich zu reduzieren. Faxe sind heute leider in Drucker gewandert. Und das freut natürlich die Druckerindustrie, denn die drucken die Faxe in der Regel aus. Natürlich haben auch die Drucker manchmal die Funktion, dass man ein Fax digital ablegt, das muss man aber erstmal einstellen. In der Standardvariante wird das Fax einfach immer ausgedruckt. Was können wir also aus diesem Video und unserer Reise zurück in die Vergangenheit lernen? Für mich habe ich gelernt, dass Windows XP einfach ein langsames Betriebssystem war. Das lag aber weniger an Windows XP selbst, sondern an der damals verfügbaren Hardware. Meiner Meinung nach ist sie den Anforderungen damals nicht gerecht geworden und das würde auch erklären, warum es in der Zeit von Windows XP so viele Tuning-Programme gab. Viele Benutzer haben einfach versucht, das letzte Quäntchen aus ihrem System herauszuholen, wenn wir aber mal ehrlich waren, war da gar nicht so viel rauszuholen. Ja, die Defragmentierung war sinnvoll und es war auch sinnvoll, viele Programme aus dem Autostart rauszunehmen bzw. so wenig Programme wie möglich überhaupt installiert zu haben. Das Problem, dass man aber einen Virenschutz gebraucht hat, der den PC verlangsamt hat, das hatte man auch damals schon. Zwar nicht so krass wie jetzt ein aktueller Virenschutz, aber naja, langsamer wurde das System mit einem Virenschutz auf jeden Fall. Wir können also froh sein, dass wir heute SSDs haben und schnelle Prozessoren, die uns das Arbeiten an einem PC erleichtern. Ich habe auch noch gelernt, dass Monopole schlecht sind. Wäre ich jetzt auf Microsoft angewiesen oder auf ein Microsoft-Betriebssystem, dann müsste ich dieses Gerät einfach wegwerfen. Und das gleiche Problem wiederholt sich ja gerade mit Windows 11, da viele PCs einfach nicht mehr unterstützt werden. Die Lösung heißt dann Linux. Ich kann selbst auf dieser alten Kiste noch Linux Mint oder Ubuntu installieren mit einer tollen Treiberunterstützung, aktuellen Updates und aktuellen Programmen. Ich konnte ja nicht mal mehr auf Windows XP irgendwie Browser zum Laufen bekommen, die noch einigermaßen aktuell wären. Bei Linux sieht das anders aus. Da kann ich aktuelle Browserversionen installieren und das Gerät ganz normal verwenden. Gelernt habe ich auch noch, dass es Dinge gibt, die einfach nicht sterben wollen. So zum Beispiel der Faxdrucker in Windows. Teilt doch mal in den Kommentaren eure Meinung zu Windows XP bzw. eure Erinnerungen. Was ist aus der Zeit bei euch noch im Gedächtnis geblieben? Und ansonsten würde ich mich natürlich über ein Abo dieses Kanals freuen.